Hier stehe ich nun vor dem Klostermuseum in Merxhausen, Ortsteil von Bad Emstal. In Merxhausen werden schon seit Jahrhunderten Menschen mit psychischen Erkrankungen behandelt. Heute, Gott sei Dank, in den Vitos-Kliniken mit ganz anderen Möglichkeiten, als man sie damals noch hatte. Im Museum kann man sich davon überzeugen, wie man das früher gemacht hat. Es ist mir weiterhin ein Anliegen, auch zu schauen, ob wir nicht Bundesmittel bekommen können für das Klostermuseum, um den Standort hier auszubauen. Wichtig ist mir aber auch, dass wir den modernen Klinikstandort weiterhin stärken. Für die Menschen, die dort arbeiten, aber auch für die Patienten ist das ein ganz wesentlicher Punkt. Auch hier will ich in Zukunft meinen Einsatz für die Region verstärken.